Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sterne und Sternbilder unserem heutigen Tag am 22. August 2017? Die alten arabischen Astrologen haben an uns etwas vermittelt. Und sie sagen für den heutigen Tag, es sind zwar noch Hindernisse, aber wir haben Sieg. Und heute siegen wir auch über unseren Feinden. Dieser Feind kann natürlich auch unseren eigenen Gefühlen auch sein, wie Zweifel oder Schuldgefühl oder Ängste. Dann sollen wir etwas befestigen. Und wie ist die Bewegung zwischen Sonne, Mond und die Planeten? Gestern war Neumond. Und das bedeutet, dass Sonne und Mond im gleichen Tierkreiszeichen in kleinen Gradzahl befand. Und das war die Tierkreiszeichen Löwe. Mond bewegt sich schneller als die Sonne, also hat diese Position verlassen und Mond bewegt sich schon im Tierkreiszeichen Jungfrau und hat die zunehmende Mondphase begonnen. Wir können etwas Neues beginnen, was ein Wachstum sein soll, etwas vermehren. Diese Mondenergie beeinflusst auch unseren Finanzen. Es ist zwar noch bescheiden, aber ist ein Gewinn möglich. Das vermittle ich auch in meiner täglichen Finanzenergie. Aber zurück zu Sonne und Mond. Die beiden Lichter, Sonne und Mond, ist nicht weit voneinander entfernt. Und die Einflüsse von Sternbildern ist sehr wichtig heute. Die Sonne bekommt einen Einfluss von Regulus und das ist nichts anderes als der königlichen Stern, wie die alten persischen Astronomen etwa vor 5000 Jahren das bestimmt haben. Damals diente das auch in bestimmter Himmelsrichtung. Also dieser Stern Regulus gilt als königlichen Stern. Und Regulus befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe und das ist nichts anderes als der Herz der Löwen. Und das sollen wir heute beachten, unserem Herz. Alles Herzensangelegenheiten sollen wir pflegen heute. Das ist natürlich die Liebe, aber auch kann etwas bedeuten, was uns begeistert im Leben. Und das ist wichtig, unserem Herz, unserem Herzensangelegenheiten heute wahrnehmen. Mond hat auch einen Einfluss von Sternen und da wirkt auch noch dem Sternbild Löwe, die Augen der Löwe beeinflusst unserem Mond. Das heißt, die Mondbewegung hat eine Verbindung zu diesem Stern. Und das bedeutet, die Augen offen lassen, etwas erkennen, etwas klar und deutlich sehen. Und wir empfinden das die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist ein kleiner Gewinn möglich. Die Jungfrau Geborenen sollen die Gespräche eher zurückhalten. Kann auch bedeuten, dass die Jungfrau Geborenen warten auf eine Nachricht oder auf einen Termin oder auf einen Vertrag und es kommt mit Verspätung. Aber das dreht sich wieder, also das trifft ein. Es kann auch Kontakte sein von Vergangenheit. Bei der Jungfrau Geborenen ist auch wichtig, ich zu sein oder ich etwas bestimmen. Und auch eine selbstbewusste Auftreten. Bei der Jungfrau Geborenen ändert sich das Äußeren, vielleicht neue Frisur oder neue Mode, aber sie verändern etwas. Die Jungfrau Geborenen haben einen ganz anderen Auftreten und eine ganz andere Ausstrahlung. Und hier in diesem Bereich befindet sich auch Fortuna und darüber erkläre ich in meiner täglichen Glücksenergie. Also wichtig ist ein selbstbewusstes Auftreten und eigene Meinung vertreten.
Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen sind Chancen, Möglichkeiten da. Und sie sollen das klar und deutlich erkennen, sollen auch an Regulus denken, auf dem Herzensangelegenheiten und mutig zu sein, diese Möglichkeiten auch wahrnehmen und aktiv zu sein, weil so kommt etwas in Bewegung, so kommt etwas in Form. Bei Wagengeborenen ist wichtiges Thema noch die Werte und auch die Finanzen und das kommt auch in Ordnung. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig die Bewegung, Aktivität und das ist die vertraute Umgebung. Kann auch eine kleine Reise sein. Und all diese Kontakte, all diese Bewegungen haben die Skorpiongeborenen gerade Vorteile. Wenn Sie auf eine Nachricht warten, dann sollen Sie noch geduldig sein. Diese Nachricht kommt noch. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig ein festen Boden unter den Füßen, Sicherheit, Stabilität. Die Schützengeborenen haben auch Wünsche und Ziele. Es ist greifbar nah. Das heißt, es sind jetzt Chancen, Möglichkeiten da und es kommt auch in Form. Die Schützengeborenen sollen nur mutig sein und selbstbewusst handeln. Heute sind emotional etwas durcheinander, ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit. Leichtigkeit brauchen auch die Steinbockgeborenen, weil diese Lebensfreude gibt gerade die inneren Kraft. Ein Gespräch ist möglich, bei vielen Steinbockgeborenen kommt es von Vergangenheit. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Eine gewisse Unsicherheit ist aber noch spürbar. In die kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist auch wichtig die Liebe und Partnerschaft. Und hier ist auch die Liebesenergie. Wer jemand Näheres darüber wissen möchte, das erzähle ich in meinen Denderas Liebeszauber. So findet ihr bei YouTube-Kanal, wo ich täglich vermittle, wo ist die Liebesenergie gerade. Und das ist momentan bei Tierkreiszeichen Fischen und im Übergang im Grenzbereich auch wirkt auch bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen. Bei Wiedergeborenen, die im ersten Dekaden geboren sind, wirkt diese Liebesenergie, also das ist auch dann ein wichtiges Thema. Ansonsten kann eine Reise eine Bedeutung sein und die Wiedergeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung. Es sind Umbrüche und Veränderungen da und trotzdem noch ein Rückschau oder bremst noch etwas ab. Also es ist noch nicht sichtbar, noch nicht greifbar, was da kommt oder was für Veränderung überhaupt kommt. Also etwas bremst noch die Wiedergeborenen, aber sie sollen noch die Vergangenheit noch anschauen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema gerade die berufliche Aufstieg und da haben die Stiergeborenen gerade Möglichkeiten und Chancen. Es kann sein, dass ein Gespräch lässt sich noch warten, aber das hat einen Vorteil. Ein bisschen Geduld noch, auch mit Terminen, auch mit Verträgen. Ansonsten haben Sie berufliche Erfolg oder berufliche Chancen, gerade die Stiergeborenen, aber auch in der Liebe, Partnerschaft haben auch Glück. Auch wenn heute etwas kraftlos fühlen oder etwas orientierungslos, trotzdem ist sehr viel Erfolg, auch in der Liebe, auch in beruflichen Situation bei den Stiergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch wichtig Beruf, Berufung, Anerkennung. Heute sind Einschränkungen da, das fühlen die Zwillingsgeborenen, eine gewisse innere Unruhe. In die kommenden Tagen können sie dann aufatmen, kommt mehr Leichtigkeit. Und ein Nachricht nähert sich. Ein bisschen Geduld noch, die Gespräche werden dann angenehmer sein. Momentan eher die Gespräche meiden, weil das führt zu Missverständnissen.
Bei der Kreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtiger Thema Liebe, Partnerschaft, Freundschaften. Und da sind zwei Einflüsse von außen. Eine kommt plötzlich unerwartet, das kann auch Nervosität bedeuten im Bereich Liebe, Partnerschaft. Eine gewisse Spannung ist da. Andererseits kommen aber noch andere Einflüsse, was aber Kraft gibt bei den Krebsgeborenen. Also Möglichkeiten, Chancen, mehr Lebenskraft, mehr Bewegung. Also das betrachte ich mit gemischten Gefühlen. Also das sind viele Vorteile für die Krebsgeborenen, aber eine gewisse Nervosität spürbar. Es kann eine bestimmte Situation sein, was die Krebsgeborenen aus der Ruhe bringt und das ist möglich im Bereich Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist mehr Klarheit, mehr Orientierung und Regulus wirkt sehr stark auf die Löwengeborenen und das ist das Herz des Löwen und das ist Botschaft für uns alle, aber insbesondere für die Löwengeborenen. Sie sollen ihren Herz, ihren Herzensangelegenheit wahrnehmen. Es ist Liebe, Partnerschaft, aber alles, was uns begeistert, ein Hobby, ein Kunst oder eine Reise, egal was, all das, was unser Herz berührt, das sollen die Löwengeborenen bewusst wahrnehmen, weil das gibt die inneren Kraft gerade. Ansonsten sollen sie eher zurückhaltend sein. Es ist eine Nachricht unterwegs und damit können die Löwengeborenen natürlich rechnen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.